Hallo und herzlich willkommen hier bei SHK TV. Heute hat die ISH, Weltleitmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Installationstechnik in Frankfurt, ihre Tore geöffnet. Wurde gestern noch fleißig an den Messeständen gebaut, präsentieren ab heute über 2400 Hersteller ihre Produkte rund um die SHK-Welt. Wir haben für Sie erste Stimmen von Branchenvertretern eingefangen und werden täglich von der Messe live für Sie berichten. Den offiziellen Startschuss gab heute Morgen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die sich im Anschluss an die Eröffnung beim Messerundgang gleich persönlich von dem Leistungsspektrum der Branche überzeugte. Einen Tag vor der ISH stellte die Hansgrohe SE ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2014 vor. Herr Klapproth, Sie berichten von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2014 für die Hansgrohe SE. Was waren aus Ihrer Sicht die Kernpunkte für das beste Betriebsergebnis, das die Hansgrohe-Gruppe je erzielt hat? Internationalisierung und innovative Produkte. Bei Hansgrohe ist das Select-Thema ein starkes. Und bei Axo natürlich die internationalen Designer, alle voran Philipp Stark und Citerio mit tollen Produkten aus der Vergangenheit. Und Sie werden ja jetzt auf der Messe auch noch weitere neue sehen. Können Sie uns konkret noch mal etwas zu den Zahlen sagen? Ja, sehr gerne. Wir haben im 2014 deutlich über 870 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das schwerpunktmäßig in Deutschland, in den USA, aber auch in Asien. Und wir entwickeln uns vor allen Dingen in den sogenannten etablierten Märkten so gut, sehr gut und mit dem Projektgeschäft in den sogenannten Emerging Markets. Wir sind im ersten Quartal 2015. Wie sind Sie gestartet und welche Impulse erwarten Sie denn jetzt ab morgen hier von der ISH oder ab heute, müsste ich fast sagen? Ja, wir sind im Januar und Februar über unseren Erwartungen mit Umsatz und vor allen Dingen mit Absatz. Das ist wichtig. Wir haben ja auch Fabriken zu betreuen. Der März, das weiß ich noch nicht, ich gehe davon aus, dass die Impulse, die wir hier von der weltgrößten Leitmesse für Sanitärtechnik bekommen, dass die uns das erste Quartal dann erfolgreich abschließen lassen. Sie haben ja eine Menge Investitionen in Deutschland vor. Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Einzelmarkt für die Hansgrohe SE. Können Sie uns da noch zwei Sätze zu sagen? Ja, wir investieren vor allen Dingen in unsere Innovationsfähigkeit. Wir werden am Standort in Schiltach ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor bauen und wir werden in Offenburg an unserer Fabrik ein Technikum bauen, wo wir auch Kunststoffwerkzeugbau optimieren etc. Und wir werden in die Logistik, also in die Lieferfähigkeit auch unserer Kunden investieren und in Offenburg 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Logistikzentrum zu erweitern und ja vor allen Dingen auch weiter zu optimieren. Die VDZ, Forum für Energieeffizienz, stellte auf ihrer traditionellen Vorabendveranstaltung in Frankfurt unter anderem das neue Heizungslabel vor. Die Bundesregierung hat die Energieeffizienz als eine der Säulen der Energiewende definiert. Zugleich ist der Wärmemarkt aber geprägt durch einen eklatanten Modernisierungsstau. Über den Status quo in der Wärmewende, die Marktentwicklung und die Potenziale im Wärmemarkt wollen wir heute sprechen. Mit Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des BDH, Dr. Tim Kehler, Sprecher des Vorstands von Zukunft Erdgas e.V. und Thomas Dringgut von der GEA. Herr Lücke, der BDH repräsentiert eine Marktabdeckung in Europa von 60% und in Deutschland von rund 95%. Wofür setzt Ihr Verband sich ein? Wir setzen uns dafür ein, dass die Wärmewende, wie wir es nennen, endlich passiert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir haben im Bereich der Wärme, der größte Energieverbrauchssektor Europas, ein Riesenpotenzial bei der Energieeinsparung und auch beim Klimaschutz. Wie stellt sich denn in Deutschland der Wärmemarkt derzeit dar? Ja gut, wir haben nach 2 Jahren sehr schöner Marktentwicklung in 12 und 13, 2014 ein richtig dickes Minus gehabt mit -4%. Und das ist natürlich das Gegenteil dessen, was wir wollen. Wir wollen ja die Modernisierungsgeschwindigkeit vergrößern. Das will auch die Bundesregierung, das will auch die Europäische Union. Und das ist natürlich bei so einer Marktentwicklung nicht möglich. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach der Wärmemarkt für das Gelingen der Energiewende? Na gut, also 55% des Endenergieverbrauchs Deutschlands geht in die Wärme. Nur 20% ist Strom. Jeder redet über Strom, aber niemand über die Wärme. Und wenn man die Energiewende schaffen will, muss man auch die Potenziale im Wärmemarkt heben. Sonst geht es nicht. Das hat heute übrigens auch Frau Dr. Hendricks, die Bundesumweltministerin, so gesagt in ihrer Eröffnungsrede.
Stichwort Bundesregierung. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit der Bundesregierung in diesem Bereich? Also ich würde nie die Bundesregierung kritisieren, aber eins steht fest, es gibt schon eine entschiedene Aussage zur Energieeffizienz in dem nationalen Programm Energieeffizienz, was gerade publiziert wurde. Dort findet die Wärme endlich mal statt und auch die Energieeffizienz der Erneuerbaren. Insofern gute Ziele. Bei den Instrumenten sind wir natürlich noch ein bisschen skeptisch, weil die Steueranreize nicht gekommen sind. Aber was gekommen ist und kommen wird, ist das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien wurde erheblich aufgestockt. Das wiederum ist positiv. Konnte denn der NAPE schon die richtigen Impulse setzen? Naja gut, das ist ja gerade im Dezember verabschiedet worden und jetzt geht es darum, es umzusetzen. Im Ordnungsrecht wird das eine gewisse Zeit dauern. Es geht um die Energieeinsparverordnung, es geht um das EE-Wärme-G und das gerade erwähnte Marktanreizprogramm. Da sind sie schon konkret geworden, das finden wir klasse, weil das jetzt auch einen Schub geben kann. Herr Dr. Kehler, welche Rolle spielt Erdgas derzeit im Wärmemarkt und kann es zukünftig für das Gelingen der Energie- und Wärmewende spielen? Erdgas ist sozusagen die Energie im Wärmemarkt. Also jeder zweite Deutsche heizt heute mit Erdgas. Und wenn wir uns die Zahlen vom BDH anschauen für das letzte Jahr, können wir auch wieder mit durchaus Stolz sagen, Erdgas ist und bleibt der Marktführer, was verkaufte Heizgeräte anbetrifft. Also rund 3 von 4 Heizungen heute sind mit Erdgastechnologie. Wofür steht denn Ihre Zukunft Erdgas genau? Wir sind eine Initiative der deutschen Gasversorger, also aller, die im Grunde genommen hier in Deutschland Gas versorgen. Und unser Ziel ist es, Erdgas als klimaschonenden und kostengünstigen Energieträger auch weiter in dieser Marktrolle zu halten, wie er heute sich wiederfindet. Und ich glaube, da haben wir guten Anlass. Also wir heißen nicht ohne Grund Zukunft Erdgas, weil wir doch sehr spannende Zukunftstechnologien auch mitbringen. Wenn ich mich hier auf der Messe heute umschaue, sehen wir sehr viele Brennstoffzellengeräte, Mikro-KWK, also alles Themen, die uns auch tatsächlich in eine smarte Zukunft bringen werden. Was kann denn zum Beispiel Power-to-Gas zum Gelingen der Energiewende beitragen? Ja, wir reden hier auf der Messe sehr viel über Smart Homes, aber auch das Erdgasnetz wird immer smarter. Das Erdgasnetz wird zu einem smarten Netz in der Form, dass wir erneuerbaren Strom über das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren in das Gasnetz hineinbringen können. Damit letztendlich überschüssiger Windstrom auch gespeichert wird. Und das führt dazu, dass Erdgas plötzlich ein vollständig erneuerbarer und CO2-freier Energieträger wird. Das heißt, man kann klimaschonend heizen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Herr Drinkhut, wofür steht die GEA? Die GEA, ausgesprochen Allianz für Gebäudeenergieeffizienz, ist ein Zusammenschluss der namhaften Unternehmen und Verbände, die im Bereich Gebäude und Energie engagiert sind. Das sind letztlich alle Unternehmen und Verbände, angefangen bei der Gebäudedämmung, über die Anlagentechnik, über Fenster und Fassade und geht bis hin in den Bereich Energiewirtschaft, Fenster und Finanzierung in diesem Bereich etc. All diesen Unternehmen und Verbänden ist es gemein, dass sie sich engagieren wollen für eine bessere Rahmenbedingungen, für eine bessere Gesamtsituation im Bereich Energieeffizienz in Gebäuden in Deutschland. Man muss wissen, dass in etwa 50% des deutschen Gebäudebestandes energetisch sanierungsbedürftig sind. Wir brauchen hier dringend neue Heizungen, bessere Dämmung, bessere Fenster etc. pp., um den Energieverbrauch im deutschen Gebäudebestand senken zu können und um auch für den einzelnen Gebäudeeigentümer zu einem zukunftsfähigen und auch in Zukunft wirklich wirtschaftlich zu betreibenden Gebäude zu kommen. Und um das realisieren zu können, brauchen wir bessere Rahmenbedingungen. Wir brauchen also eine vernünftige Förderung. Wir brauchen Impulse im Markt. Wir müssen dahin kommen, dass man, wenn man energetisch sanieren möchte, dann auch ein bisschen vom Staat an Förderung dazu bekommt. Und hier müssen wir mehr Instrumente in der Förderung zur Hand bekommen. Wir brauchen einen ordnungsrechtlichen Rahmen. Wir brauchen Gesetze, die ohne die Gebäudeeigentümer zu stark zu verpflichten, auf einfache und vernünftige Art und Weise einen Rahmen setzen. Und wir brauchen ganz viel Information zu diesem Thema. Und um all diese Punkte kümmert sich die Allianz für Gebäudeenergieeffizienz. Wie zufrieden sind Sie denn in diesem Zusammenhang mit der Energiepolitik der Bundesregierung? Wir sind im Moment so mittelmäßig zufrieden, muss man sagen. Auf der einen Seite erkennen wir, dass die Bundesregierung das Thema Energieeffizienz durchaus stärker, intensiver behandelt, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Es gibt viele Programme, die im letzten Jahr von der Regierung verabschiedet worden sind. Es gibt viele Dialogforen, Arbeitskreise. Wir sprechen im Moment sehr, sehr viel mit der Bundesregierung, mit den zuständigen Ministerien über dieses Thema und über Weiterentwicklung. Was uns aber noch fehlt, ist die konkrete Umsetzung, sind also ganz konkret
konkrete Punkte, wie man Energieeffizienz im Markt weiter nach vorne bringt. Ein Negativbeispiel, das uns alle sehr bekümmert, ist die Tatsache, dass die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung gerade erst einmal von der Regierung auf Stopp gesetzt worden ist. Ohne hier Schwarzer Peter spielen zu wollen, es ist im Dialog zwischen Bund und Ländern fürs erste einmal gescheitert, aber es ist natürlich überaus bekümmerlich für die gesamte Branche, dass hier gleich das erste Instrument, das man benannt hat, um Energieeffizienz nach vorne zu bringen, das wichtigste Instrument aus dem eigenen Aktionsplan der Bundesregierung, dass das gleich im politischen Prozess zunächst einmal auf Stopp gegangen ist. Das ist für alle sehr schlecht. Insofern eine etwas mittelmäßige Bewertung. Wir sehen, es tut sich was, aber wir müssen dringend anmahnen, dass auch umgesetzt wird und dass wir jetzt vernünftige Rahmenbedingungen für Energieeffizienz bekommen. Wie sehen denn die Forderungen der GEA im Detail aus an die Gebäudebranche? Im Detail wünschen wir uns sehr, dass zunächst einmal natürlich diese Steuerförderung umgesetzt wird, dass also Bund und Länder sich hier zusammentun und zu einer Position finden, zu einer Ausgestaltungsmöglichkeit finden, um diese Steuerförderung doch noch zu realisieren. Das muss aber auch dann sehr schnell passieren, denn wir wollen hier keine lange Hängepartie haben. Wir brauchen insgesamt einen gut ausgestalteten Mix aus verschiedenen Förderprogrammen, also Steuerförderung, intensive Förderung, gerade auch im Bereich Kredite und Zuschüsse. Und dann haben wir einen guten Mix aus eben allen Förderprogrammen und können damit alle verschiedenen Hauseigentümer auch adressieren. Und dann brauchen wir ein Ordnungsrecht, das so ausgestaltet ist, dass es deutlich vereinfacht werden muss, im Gegensatz zu dem, was wir heute haben. Das Ordnungsrecht, das wir heute haben, ist komplex. Es fällt zwischen den einzelnen Bundesländern sehr stark auseinander. Es muss also einheitlicher werden. Es gibt viele verschiedene Verordnungen und Gesetze, die kann man zusammenlegen. Es gibt eine Energieeinsparverordnung und dann gibt es nochmal ein gesondertes Gesetz für die erneuerbaren Energien im Wärmebereich. Auch hier muss man zusammenlegen und vereinfachen, ganz stark vereinfachen. Und dann haben wir auch mit Förderung und Ordnungsrecht gute Rahmenbedingungen in diesem Bereich. Und letztlich darf man auch den Aspekt Information, Kommunikation nicht vernachlässigen. Auch die Bundesregierung ist gefordert, noch viel intensiver zum einen Stellung dafür zu beziehen, dass wir, wenn wir einen energieeffizienten Gebäudebestand haben wollen, hier auch was tun müssen. Das heißt, wir brauchen ein politisches Bekenntnis und wir brauchen auch noch besser ausgestattete Informationsprogramme, die also klar machen, dass energieeffiziente Gebäude viele Vorteile haben, dass sie wirtschaftlich sind, dass sie komfortabel sind, dass man da drin toll wohnen kann. Da brauchen wir auch Informationskampagnen. Und das sind die konkreten Punkte, für die sich die GEA einsetzt. Abschlussfrage. Die ISH ist ja die Weltleitmesse für Energieeffizienz. Welche Impulse erhoffen Sie sich konkret von der Messe? Die ISH ist für uns natürlich auch die internationale Plattform. Das heißt, die deutsche Heizungsindustrie hat 60% ihres Umsatzes im Ausland. Und hier kommen fast 70.000 Ausländer hin. Es kommen 4 Jumbos zum Beispiel aus China angeflogen. Das sind für uns extrem wichtige Kunden, aber auch natürlich das Handwerk. Das deutsche Handwerk, die auch hier mit 70.000, 75.000 präsent sind. Für uns ist die ISH die Kulmination für Innovationen, für Energieeffizienz und Erneuerbare. Also da erwarten wir sehr positive Impulse. Wir sehen sehr klar einen Trend in Richtung stromerzeugende Heizungen. Also das heißt, dass ich im Heizungskeller nicht nur Wärme, sondern auch Strom erzeuge. Der Strommarkt und der Gasmarkt werden zusammenwachsen. Und über diesen Weg werden wir sicherlich Erdgas als klimaschonenden und kostengünstigen Energieträger auch in Zukunft noch weiter sehen. Wir erhoffen uns hier vor allen Dingen natürlich positive Botschaften. Das ist erstmal das Wichtige. Wir mussten in der Vergangenheit sehen, dass das Thema Energieeffizienz in Gebäuden, gerade auch in den Medien, nicht mehr nur positiv dargestellt ist. Das ist natürlich auf gewisse Art und Weise verständlich, aber die deutliche Kritik, die geäußert wurde, an der Wirtschaftlichkeit von Sanierungen, an Themen wie Brandgefahr, Schimmelbefall etc., ist eine deutlich überzogene Kritik und vor allen Dingen auch eine, die so nicht zutreffend ist und die für schwierige Stimmungen im Moment sorgt. Vor diesem Hintergrund wünschen wir uns sehr, dass von dieser ISH, wo ja die gesamten Branchen auch vertreten sind, positive Botschaften ausgehen, dass wir in der Energieeffizienz im Gebäudebestand in Deutschland wieder deutlich nach vorn kommen. Ja, dann alles Gute und viel Gelingen dafür. Danke sehr. Das war unsere erste Sendung live von der ISH in Frankfurt. Wir sind schon morgen wieder mit spannenden Themen rund um die SHK-Branche für Sie dabei. Bis dahin, machen Sie es gut und schauen Sie wieder rein. Wir freuen uns.